Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Watch auf Mirage. Bitte nicht mit dem AFKler. Nein, 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 nein. Ach, nice. Ich habe jetzt eben schon zwei Overwatches gemacht. Beide Spinbotter. Ich hätte jetzt gerne einen normalen Fall, dass ich bitte das Video heute irgendwann noch bringen kann. Es ist gleich 17:45. Vor einer halben Stunde hätte es eigentlich schon erscheinen sollen. Ich habe heute generell viel, viel, viel zu spät angefangen. Weil ich dann ungeplant den ganzen Tag unterwegs war. Naja. Ist jetzt auch nicht so tragisch, aber jetzt hätte ich gerne hier mit dem dritten Overwatch, mit dem gescheiten Fall. Und es sieht bis auf ein bisschen rumgewarte. Sieht es ja noch ganz gut aus. Ich gehe davon aus, dass es Premates sind, ne? Wenn die da so rumdümpeln. Ah, aber dieses. Gut, also diese beiden Wartezeiten waren jetzt, wenn es. Hoppala. Wenn es so dabei bleibt, war es in Ordnung. Da würde ich jetzt nicht in den zwingenden Grief-Bestand. Also man könnte es ganz ernst sehen und sagen, doch, 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 das war auch disruptive und so ein anti-competitive, klar. Aber da ist aber jemand. Eine richtige Schildkröte bei der Reaktion, oder? Das ist ja fast so wie ich. Was macht er jetzt hier mit dem Call of B? Huch, da ist jemand. Aber der Feind scheint auch nicht so arg fast zu sein. Ne? Oh, er hat gerade weg. Hat gerade weggewaschelt, auf Kugel gedrückt, die Waffe gewechselt. Bitteres Teil. Okay, ich gehe. Ich gehe stark davon aus, dass das hier Mates sind. Die zwei. Mein Freund. Das ist jetzt aber doch. Also jetzt noch eine weitere Sache und dann ist er auf jeden Fall am Grief. Ich sehe es auch wie viele andere. Wenn man erkennt, dass es aus Spaß ist, dass es nicht tragisch ist. Dass dann danach kein Groll gehegt wird, wie auch immer, dass es nicht gezielt war. Mit voller Absicht, um irgendwas zu. Ne? Dann ist es in Ordnung. Und ich nehme an, hier erkennt man auf jeden Fall, dass es unter Kumpels ist. Es kommt auch nichts zurück. Ja. Aber wenn jetzt noch eine Sache dazukommt, Campen oder noch ein Teamkill, dann ist es mir auch egal. Weil für den Rest des Teams ist es räudig. Gerade wenn sowas zu blöden Zeiten passiert. Jetzt am Ende, naja. Sie scheinen da gerade. Wie viele Wins haben sie jetzt am Stück gehabt? 3? Sie scheinen ja auch ein bisschen Cash zu haben. Ich will es jetzt nicht für. Ich will das jetzt auf keinen Fall irgendwie entschuldigen, so verhalten, ne? Drastisch. Aber jetzt in diesem einen speziellen Fall, komm. Er gibt ja sonst eigentlich, er versucht ja sonst sein Bestes zu geben. Wobei es mir hier so vorkommt, so wie die Gegner spielen und so wie die Seekers auch spielen, kommt es mir vor fast wie so ein Einrankungsspiel auf Silber. Die Bombe liegt einfach am T-Spawn rum, guck mal. Die T sind vorhin auch schon komplett retarded rumgelaufen. Sie machen nichts. Sie laufen, schmeißen so ein bisschen, laufen ein bisschen rum. Bombe liegt, wie gesagt, da hinten am Spawn rum. Was ist hier los? Also Silber 1, Einrankung. Von der Schildkröte oder was? Passt mal auf, wie sie jetzt laufen. Die Bombe ist Mitte mit AWP. Ist ja erstmal nichts Tragisches. Ich meine, gut, an sich ist auch nicht so optimal, dass die dass der Mittelspieler mit der AWP die Bombe hat, klar. Ja, könnte hinkommen, dass es tatsächlich noch eher weiter unten ist, was die Elo angeht. Gerade da darf man natürlich nicht vergessen, kommt schnell mal ein Ding reingeflattert, ne? Eine Cheat-Beschuldigung. Ich erinnere mich da an, als ich meinen zweiten Account frisch, also als ich mir Counter-Strike frisch gekauft hatte, damals war es halt noch nicht kostenlos, und diese 10 Spiele gemacht habe, da war ich, beim allerersten Spiel, habe ich halt auch gemerkt, okay, gut, ich bin mit Leuten. Ja, das sind Mates auf jeden Fall. Ich bin mit Leuten zusammen. B ist offen. B ist komplett offen. Mit Leuten hier am Spielen, die wahrscheinlich gerade das erste Mal Counter-Strike spielen. Und da haben schon Standard-Kills, also ganz normale Kills gereicht. Für Yul-Hicking im Chat, ne? Also, wobei er jetzt auch nicht der krasseste Boy ist, ne? Er verschießt auch diverse Male und hat jetzt schon ein bisschen was verkackt. B ist übrigens nach wie vor halb offen. Bombe ist schon wieder Mitte. Was treiben die? Was machen die? Was ist gerade ihr Begehr? Da kommt noch einer angerannt. Okay, gut, okay. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein Einrankungsspiel. Oder halt sowas ähnliches. Mal gucken, wie sie ihre Tierrunde spielen. Ob sie auch so planlos rumdümpeln. Er hat sich gekillt. Also er hat eben killen die. Wow. Wow, gut, okay. Schwierig. Also wegen Griefing.
Ich würde sie mir schon gerne drücken. Ihr wisst, ich bin bei sowas ja eigentlich extrem. Aber es sind auf jeden Fall zwei Mates. Ne? Den Teamkill würde ich schon wegfallen lassen. Er hat am Anfang zweimal AFK rumgekackt. Uff. Aber ich denke, dass es halt wirklich in der krassesten Low-Elo ist. Oder war. Muss doch mal gucken. Muss man mal schauen. Ich werde mich gleich noch entscheiden. Schreibt ihr natürlich auch gerne, ob ihr jetzt hier in dem Fall Grief gedrückt hättet trotzdem. Oder ob ihr sagt, naja komm, es war eindeutig ein Mate. Letztes Mal hatten wir auch das Overwatch of Office, wenn ihr euch erinnert. Da war auch ein Teamkill dabei, der war auf jeden Fall aus Versehen. Da ist ihm jemand, also dem Ding jemand reingerannt, dem Suspekten, er hat halt jemanden dann mit einer AWP weggeholt oder den Gegner sogar durch seinen Mate dann gekillt. Sowas passiert. Die Sache mit einem Mate ist auch wieder was anderes. An sich ist es natürlich Dreck, wenn man sowas macht, ja. Vor allem, wenn noch Randoms dabei sind, ja. Wenn man jetzt mit 5 Kollegen spielt und sich selbst halt ins Chaos reißt, ne, das Gegnerteam wird sich freuen, ja, wenn sie gewinnen, okay. Aber sobald man mindestens einen Random mit dabei hat, dann darf man sowas einfach nicht machen. Man darf die Leute nicht runterziehen, ja, mit dem eigenen Scheiß, den man davor hat. Dann spielt man da halt korrekt durch und geht danach dann, man kann ja ins Competitive oder, keine Ahnung, auf Face so einen Scheiß machen. Face it. Aber Matchmaking macht man sowas nicht. Jetzt meine ich aber ernst, gell? Wisst ihr Bescheid. Haut rein, bis gleich. Livestream. Ciao, ciao.